Lol. Ja! AMG! Ja! Oh, scheiße, scheiße, scheiße! Ich werf mal die Eier rein. Alter, ich hab mein ganzes Inventar gleich voller Eier. Shit. Ich kann mein Inventar nicht füllen, so viele Eier. Greift er dich an? Au, 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 au. Ich klau sein Pferd, ich klau sein Pferd. Nein, mach das nicht! Aber er greift dich an. Fuck you! Wer bist du, Jan? Wer bist du? Mann, Jan will's echt drauf auf nur auslegen, oder? Ah! Whee! Der Jan will echt unbedingt mich nerven, oder? Nee. Was ist denn hier für ein schöner Ort? Vor allem der läuft mit seinem Pferd rum, was für ein Spacken ist er denn? Ey, ich bin fast tot! Boah! Sagt John halt, er soll dich nicht töten. Wieso? Nils, kannst du kurz John fragen, wieso? Hat er dich getötet? Nein! Ich glaube, er checkt nicht mal, dass ich gerade in den Häusern rumlaufe. Leute, ich könnte hier alles klauen. Sollst du aber nicht. Mach ich auch nicht. Noch nicht. Ah. Na komm mal, die Spitzhacke noch kaputt. Ich farm gerade Erde mit der Spitzhacke. Ich glaube, es ist ein bisschen F1 rum. Ich sag's mal so, ich habe nicht mein Eisenschwert ausgerüstet, ich werfe nur mit Eier ab und Eier machen keinen Schaden. Sein Pferd passiert nichts, ihm passiert nichts und er schlägt mich mit dem Dia-Schwert. Hm, find den Fehler. Du bist bei ihnen. Und? Ich tue ja nichts. Ja, ich habe sogar geschrieben, ich will nichts, ich will nur gucken. Spanner. Widerwärtiges Pack. Ich glaube, ich mache bald einen zweiten Eierspawner auf. Und weißt du wo? Ja, irgendjemand im Haus. Nee, es war schon, dass er sich gleich. Ach, es ist Kubi. Nee, warte, das ist John. Alter, ich bin so badass, ich habe was mitgehen lassen. Was hast du geklaut? Okay, wollte echt darauf vorbereitet sein, ich habe wirklich den Claudus, den Diebeszug des Jahrhunderts gemacht. Erde gestohlen. Bin ich so durchschaubar. Gleich kommt ja. So. Ja! Nein, ich habe einen Block Holz geklaut. Alter, gib den zurück. Sofort, gib den Alter. Zurück, ey, geht gar nicht, Alter, schäm dich. Hey, mir fällt gerade ein hier. Denkst du, wir können die Farm von denen abholzen? Du kannst sie einmal laufen lassen beim von Pitch Black Laser, also vom Laser und von Tiberius, die hier noch rumsteht, die hier wahrscheinlich eh nicht benutzt wird, oder? Ja, die kannst du ausnehmen. Und dann farme ich die mal ab, weil das ist schön viel Gruppenholz. Und noch dazu schön viel Sieg! Ich gehe mal unsere Farm ab. Kakao. Dings, heißt, oder? Wir können Kekse machen, Leute, Kekse! Kekse sind beste, also so mit. Ich geh mal unsere Farm kurz abdingsen.
Wir haben eine Farm. Ja, und weißt du, wer sich eigentlich darum kümmern wollte? Ich. Richtig. Scheiße. Juppie. Ist mir zuvor gekommen. Juppie. Er beobachte mich, bin mir sicher. Ja, momentan eh keine Essensnot. Nice. Aua! Gesundheit. Bin fast tot, Alter. Ja, dann sag immer so aufhören. Na, das Problem ist, dass ich zurzeit nichts zum Racken habe, kein einziges Essen habe. Obwohl, halt, weiz. Ja, und dein Level? 16. Das ist schon was. Bitte reicht es aus. Zack, braucht man dafür wirklich ein Crafting Table? Das ist ja voll deppert. Für Weed? Kekse. Ja, Kekse. Natürlich, für Kekse. Nee. Kekse glaube ich nicht. Kakao. Für Kekse und... braucht man nur Kakao und Weizen, oder? Ich dachte ja. Zwei Weizen, glaube ich, oder sowas. Ja, und dann kriegt man nach Kekse raus. Yes! Gut, dann habe ich jetzt Kekse. So, jetzt habe ich wieder schön vier Steine, jetzt kann ich weiterbauen. Dann werde ich gleich danach erstmal die erste Amtshandlung sein, danach erstmal schön ein paar Ich stehe im Garten und hab nen Harten. Ich könnte ihn braten, will aber lieber noch warten. Oh Leute, ich muss das sagen, das war verdammt geil! Der Gartensong. Der Gartenschauer. Oh gut, ich recke Leben. Der Gartenschauer. Ich recke. Whoop! And he came in like a wrecking ball. Oh, jetzt habe ich schön viel Tropenholz, das ist gut, weil Tropenholz macht schöne Holzfarben. Rot. Und grün und blau und alle Farben. Punkt D. 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 Irgendwas will er uns sagen mit dieser Aussage. Dass er ein Auge verloren hat. Punkt D. Oh, schöne Möhren. Ich glaube, er probiert zu kommunizieren. Ich glaube, er versucht irgendwas, nur wir wissen nicht was. Blacky eigentlich noch da? Hm? Blacky noch schon ewig. So, ich komme wieder zurück. Gesehen. Ja, der ist da. Der? Der ist da, aber das Problem bei ihm ist, er ist wahrscheinlich umgezogen mit den anderen zu seiner Insel. Wo der Wald fast komplett abgebrannt ist. Was? Ja, die sind in den Dschungel umgezogen. Und das war's. Warum zum Fick ziehen den Dschungel um? Welcome to the jungle, bitch. Weil Baum. So, ich geh wieder weiter bauen. Warte, ich könnte gleich helfen. Weil ich bin jetzt gleich wieder dabei und... I'm rich, bitch! Der Spruch, Alter, der Spruch, der ist so imber, weißt du? Also ich muss unbedingt, die Brücke muss auch unbedingt einmal durch den Berg gehen. Damit wir eine leichtere Verbindung haben zu unseren ganzen Gebäuden. Weil wir müssen immer den Berg hochhüpfen, damit wir irgendwie zu uns kommen, wenn wir nach dem Ausflug wiederkommen, ey. Das ist voll assig. Ich baue später mal eine Treppe, wenn ich mit meinem Ding hier fahre. Nein, wir bauen die Brücke weiter, die ich da habe.
Die kommt irgendwann, geht die einfach straight durch den Wald, durch den Berg straight durch. Und dann so richtig schön mit der Treppe, wo man dann hochgehen kann. Straight through. Sofort dann ins komplette, wie es ich geplant habe, Netzwerk. Das Stadtnetz Aft eingebunden sind. SMS schreiben. Oh, Kekse. Du hast gerade ernsthaft Kekse? Da Cookies, da Cookies. Ich hab Kekse in Minecraft, da ja. Cookies. Ah, Auge ist gerade. Ja, hört mich, ja, versteht mich eh nicht, weil mein Auge gerade irgendwie da feucht cookies war. We like the cookies. Put cookies that cookie down, now! Arnie at his best. Also noch andere Diamanten habe ich jetzt noch nicht gefunden, ne? Ach, schade. Ah, da, das ist ja wieder der Wahnsinn. Da ist jetzt gerade eine Chance, die möglicherweise wieder welche zu finden. Ich baue nämlich gerade Kohle ab. Kohle. So. Sollte endlich mal ein Dach auf meine Bude zwiebeln. Aber ich glaube, ich gehe jetzt ein bisschen im Nether farmen. Ich sollte mir überhaupt mal eine Bude machen. Ja, wir brauchen noch 35 Level für die, Hey, wenn du willst, kannst du bei mir einziehen hier. Ich habe gerade extra was Neues Schönes gebaut. Nur dann sind wir alle so auf dem Berg und alle anderen Sachen sind unter dem Berg. Das ist irgendwie natürlich keine schlechte Idee. Ja, Hans vom Berg. Oh, haben wir viel Weizen. Oh, ja, ich habe noch in meiner Kiste Weizen, wenn du willst. Ich habe so drecks viel Kohle, Kakaobohnen. Drecks viel, echt jetzt. Wenn du noch willst, viel. Ich habe bei mir in der Kiste noch welche, aber ich brauche halt noch, weil ich, ja, kannst du die Schafe vermehren? Wohl. Nee. Momentan brauchen wir eh keine Schafe, irgendwie, keine Ahnung. Und da ist ja mal ein Diggerhund. Okay, Schafe sind voll unnütz geworden momentan. Das ist ja mal ein Diggerhund. Wir haben extrem viele Kekse jetzt auf jeden Fall. Wir haben extrem viele Hühner. Chicks. Ey, Chick. Chitka, just got serious. Und ich bin immer noch rich bitch. Ich finde es immer noch ekelhaft, dass ich nicht zu denen hingehen durfte und kurz Hallo sagen konnte, ey. Und ich finde Nikos Spruch immer noch scheiße. I'm rich bitch. Meinst du den da? Er ist ein Nigger. Also Figger. Alter, Alex, ernsthaft? Er hat schon wieder die N-Bombe gedroppt. Nein, N-Bombe wäre schlimm, wenn ich die ganze Zeit immer wieder das Wort sagen würde. Das tue ich nein ja nicht. Nein, die N-Bombe ist aber, wenn du es droppst. Da wäre es ja genauso, dass es nicht schlimm wäre, dass die Amis... Was? Tiberius hat was geschrieben. Haben. Weder ist bei uns. Wir haben keine Brücke. Doch. Heilbrücke. Wir haben keine Brücke. Noch am Entstehen. Nichts ist schöner als ein Babylachen. Außer es ist 3 Uhr morgens. Du hast gar kein Baby und du bist allein zu Hause. Oh, da Tiberius hat er nicht ganz unrecht. Wie jetzt? It would be a shame if someone stole it. An wen denkst du da? An einen. Ja, 9 Eisen mehr. Oh, mein Dschungelbaum ist gewachsen! Geil! In meiner Hose wächst auch gleich Ich wusste, dass jetzt irgendein Penis kommt. Ich wusste es. Der musste kommen, Alter. Der war auch verurteilt. Die Vorlage war zu gut. Der war verurteilt zum Kommen. Und noch ein Peniswitz. Ach, das ist doch gar nichts gegen den besten Richtspruch ever. Es gab ja mal früher so eine Sache, da konnte eine Frau ihren Mann als impotent beleidigen und da musste der das beweisen, indem er im Gerichtssaal... What the fuck, was stand da? Was macht er? Was macht er? Boah, Mann, ey, der stalkt. Was macht er? Stalken. Warte, dann gehe ich jetzt seine Bude ausräumen. Alter. Hör auf dauernd solche Sachen zu machen, mach gescheite Sachen, hör auf dauernd zu klauen oder so. Klau nicht. Das ist böse. Ich beschuldige dich gleich sonst als impotent, dann darfst du vor Gericht noch wichsen. Impotent. Yeah. Impotent. Was, du steckst ein Po fest? Nein, impotent. Nicht im Po.
Witze bitte nicht erklären. Witze bitte nicht erklären. Niemals. Kennt ihr die South Park-Folge mit diesen Indianern, die dann immer so lachen?